Kurz vor Weihnachten würde ich Ihnen an dieser Stelle unter normalen Umständen eigentlich nur einige schöne und fröhliche Weihnachtstage wünschen und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Tatsächlich ist unsere Weihnachtsstimmung in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ja ohnehin getrübt. Ganz aktuell erleben wir aber hier bei uns in Oberhausen eine Entwicklung, die uns darüber hinaus große Sorgen machen muss und in der ich Sie alle um Ihre Mithilfe bitte. Die Einschränkungen, die Bund und Länder im Sinne eines erneuten Lockdowns beschlossen haben, führen leider noch nicht dazu, dass sich die Verbreitung des Virus verlangsamt. Nicht nur bei uns, aber eben besonders auch bei uns erleben wir in den letzten 4-5 Tagen einen sehr starken Anstieg des Infektionsgeschehens. Aktuell liegen wir in Oberhausen mit einem Inzidenzwert, also der Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen, von über 340, weit entfernt von dem angestrebten Wert von 50 und so hoch wie in keiner anderen kreisfreien Stadt und keinem Landkreis in Nordrhein-Westfalen. Dass dies nicht bloß eine Statistik ist, sehen wir an den fast 200 Covid-19-Patientinnen und Patienten in unseren Krankenhäusern und an den fast genauso vielen Erkrankten in den Altenpflegeeinrichtungen in unserer Stadt. Ganz besonders besorgen muss uns schließlich die in den letzten Tagen stark angestiegene Zahl von Todesfällen. Der Krisenstab hat sich daher entschieden, weitere Maßnahmen zu ergreifen, die seit heute und zunächst bis zum 10. Januar gelten. Diese Entscheidung ist uns gerade zur Weihnachtszeit alles andere als leicht gefallen und wir wissen, was wir den Menschen zumuten. Aber die hohe Dynamik der Infektionszahlen und der Zahl der Menschen, die an dem Virus sterben, ist extrem besorgniserregend. Ich appelliere daher eindringlich an Sie alle, die zusätzlichen Einschränkungen ernst zu nehmen und zu befolgen. Sowohl die Begrenzung von nur noch 2 Personen oder einem Hausstand und einer weiteren Person in der Öffentlichkeit, als auch die nächtliche Ausgangssperre in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr am Folgetag. Diese und weitere Regelungen sowie abweichende Zeiten an den Feiertagen finden Sie auf der Homepage der Stadt und auch in unseren Social-Media-Kanälen. Es klingt fast schon banal, aber es ist eben die simple Realität, das Virus überträgt sich nur durch den Kontakt mit anderen Menschen. Und darin liegt eben auch unsere Chance, indem wir unsere Kontakte noch weiter einschränken, so schwer uns das auch fallen mag. Die nächsten Tage und Wochen werden uns alle in dieser Hinsicht noch einmal sehr fordern. Und deshalb bitte ich Sie eindringlich, Kontakte so weit als möglich zu vermeiden und die Regeln zu befolgen. Weihnachten ist ein Fest der Familie und ein Fest der Hoffnung. In diesen Tagen stimmt uns eine Nachricht dabei besonders hoffnungsfroh. Auch bei uns werden bereits am 27. Dezember die ersten Personen geimpft. Ich bin dankbar für diese große Gemeinschaftsleistung und dass dieser erste zugelassene Impfstoff nun direkt eingesetzt werden kann. Allerdings wird es, wie Sie wissen, noch gehörige Zeit brauchen, bis wir einen großen Teil der Stadtbevölkerung geimpft haben werden. Und deshalb darf diese Hoffnung eben nicht dazu führen, dass wir in unserem Bemühen nachlassen, die Verbreitung des Virus einzudämmen. Ich wünsche Ihnen trotz dieser schwierigen Umstände einige schöne Weihnachtstage. Und ich danke herzlich allen, die auch an den Feiertagen für unsere Gesundheit im Einsatz sind. Bleiben Sie alle gesund.